haben uns hier zusammengefunden, um die Rückkehr des Königs der Einhörner zu feiern. Ihr seid sehr lange weg gewesen. Und solltet ihr irgendwann unsere Hilfe benötigen, wäre es uns eine Ehre, sie euch gewähren zu dürfen. Lang lebe König Oon! Oons Rückkehr fällt zusammen mit einem verheißungsvollen Zeitpunkt. Denn heute ist der Tag, an dem Oon zur Regenbogeninsel aufbrechen und uns helfen wird, Rixel ein für alle Mal zu besiegen. Ups, Verzeihung bitte! Brillanter Erfinder muss durch! Bitte Platz machen für ein Genie! Fadel, wir zelebrieren hier gerade ein royales Willkommen. Das ist jetzt wirklich kein guter Zeitpunkt für deine Narreteien. Rainer, wir sollten ihn anhören. Was hast du denn da, Fadel? Dies, eure Hoheiten, ist der Regenbogenwasser-Abschöpflöffel. Er wird das Abschöpfen des Regenbogenwassers revolutionieren. Aber wir haben doch noch nie Regenbogenwasser geschöpft. Deshalb behaupte ich auch, dass meine Anwesenheit bei der Reise erforderlich ist. Sehet und staunet. Warte nun! Lass mich durch! Was soll das? Dein Vater ist unglaublich, Onschau. Nun, das ist ja genauso gelaufen wie erwartet. Eigentlich noch viel besser als erwartet. Der letzte ist explodiert. Keine Sorge, ich repariere ihn. Vielen Dank, dass ihr die Situation gerettet habt, König Oon. Möglicherweise sind es wir Elfen, die Hilfe benötigen. Und es tut mir leid, Fadel, aber ich kann dir leider nicht gestatten, dass du die anderen zur Regenbogeninsel begleitest. Dies ist eine wichtige Mission und wir dürfen deren Erfolg nicht gefährden. Aber... Schon gut, Fadel. Oon ist doch sowieso der Einzige, dem die Quelle ihr Wasser gibt. Aber diese Flasche könnten wir gebrauchen. Ich weiß, dass ihr meine Hilfe brauchen könnt. Ich werd's beweisen. Irgendwie. Ich hab schon haufenweise Ideen. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, dass ihr mich nicht zur Regenbogeninsel mitnehmt. Die Elfen sind kurz davor, das Regenbogenwasser zu bekommen. Das wird euer Schicksal besiegeln. Wird es nicht! Ich kenne den Weg zur Regenbogeninsel. Ich muss dort nur auf die Elfen warten, sie überrumpeln und ihnen das Wässerchen aus den Händen reißen. Und meine Elfenspionin Varia wird dabei helfen. Deine dumme Naivität ist schon beinahe wieder lustig, Rixel. Beinahe. Wofür war deine sogenannte Spionin denn bisher gut, Herr? Würdest du darauf schwören, dass sie tatsächlich auf deiner Seite ist? Ha! Sehr gute Frage. Bring das unter Kontrolle, und zwar schnell. Deine Zeit und meine Geduld gehen langsam zu Ende. Ist ja schon gut.